und willkommen zurück bei Wild Thing und einem Special für euch, ja, einem traurigen Special, muss man ganz klar sagen, weil es gibt, wie irgendwie in den letzten Jahren häufig, tragische Tode im Metal zu beklagen, muss man einfach sagen. Und zwar hat es diesmal, LG Petrov getroffen. Er ist seinem langjährigen Krebserkrankung ist er erlegen. 2020 kam heraus, dass er wohl einen unheilbaren Krebs hat. LG Petrov und ist jetzt daran gestorben. Sehr, sehr schade, auch gar nicht so alt. Er war vor allem bekannt dadurch, dass er unter anderem bei Entombed ganz am Anfang dabei war als Sänger. Hat aber auch viele, viele weitere Stationen gehabt und ist sehr spannend. War auch überall gerne mal als Gast da dabei. Und was ich so interessant daran finde, weswegen ich auch das Special mache, so erstmal dem zu huldigen, weil er einfach auch eine coole Socke war. Der war halt auch echt noch so ein richtiger Rock'n'Roller, der war abgefahren, war ein abgefahrener Typ, auch irgendwie nicht so Star-Lyrik, zumindest habe ich ihn nie so erlebt. Und was ich so abspannend an ihm und an dem Charakter finde und dann halt auch an Entombed, muss man ganz klar sagen, und da halt dann auch folgerichtig Entombed AD, ist, wie groß die Anteilnahme ist. Also ich hatte echt den Eindruck, dass, ich meine, als Lemmy gestorben ist, verstand die Welt Kopf, das ist klar. Aber als jetzt LG Petrov, als der Tod veröffentlicht wurde von ihm, hat sich wirklich jeder gemeldet. Das ist so richtig krass. Und jeder hatte Bilder und Erinnerungen und hat die gepostet. Und das habe ich so selten erlebt. Also klar, Lemmy ist eine Nummer für sich, aber Lemmy ist halt auch irgendwie so der Gottkönig des Rock und Metals. Während LG Petrov ja jetzt nicht diese Tragweite scheinbar hatte, dachte ich, aber jetzt wirklich jeder Teilnahme hat. Jeder hat ein Foto mit ihm in lustiger Kombi mit ne, For Idiots Records und irgendwas. Unglaublich viel gesehen und alle Musiker aus letztlich aus ganz Skandinavien melden sich zu Wort und bekunden ihr Beileid. Es ist natürlich auch ein tragischer Tod, wenn ja, Krebs ist ein Wichser und wenn es dann halt auch Leute trifft, die ja deutlich noch ein paar Jahre Ehrchen hätten, ne? Und was ich daran halt so erstaunlich fand, ist, dass sie halt wirklich, dass die Anteilnahme sehr, sehr groß war und dass halt doch dadurch klar wird, welche Tragweite er und dann halt auch Entombed und gerade dann das Album Left Hand Pass, das läuft jetzt aktuell bei mir rauf und runter, das ist ja häufig so, dass man dann nochmal Bock hat, so, weißt du was, jetzt hörst du dich nochmal an irgendwie und dass das halt so, ja, dass das doch bei vielen so auch ein Einstieg war. Ein markantes Zeichen. Klar, 90er, Death Metal früher Death Metal. Dann natürlich auch das absolut berühmte Bild vor dem Kreuz von Entombed, das Bandbild. Die haben irgendwie geschafft, da eine ganz schöne Marke zu setzen, ohne dass die wirklich ansatzweise ganz, ganz, ganz oben gewesen wären. Und das, finde ich, ist so spannend an Entombed, vor allem dann halt auch an der frühen Zeit, dass sich doch viele jetzt im Nachhinein darauf beziehen und sagen, nee, das war ja damals Entombed, Left Hand Pass, war halt das Ding. Es ist natürlich auch das Ding. Es ist ein sensationelles, frühes Death-Metal-Album, richtig, richtig fett. Der Rock'n'Rolligers-Pack kam dann ja erst darauf irgendwie. Und das ist halt noch so ein richtiges Oldschool-Death-Metal-Album. Und das hat er mit seiner ganz schönen fetten Röhre, die er nun mal hatte, auch ja, absolut geprägt und ich finde einfach, und deswegen das Special, dass es echt krass ist. Ich habe es selten so erlebt, dass jetzt seit Tagen nur noch Erinnerungen kursieren und was ihn dann halt irgendwie, wie ich finde, ja, zu einem besonderen Menschen nachhinein auch ganz schön hochsterilisiert, weil er sich einfach, er war ein Typ der Szene. Der war nicht ein Musiker und die Metal-Fans kommen zu ihm. Er war drin. Er war ein richtiger Typ drin. Ich hatte auch mal einen Moment mit ihm, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt vor allem großer Entombed-Fan war. Ich habe ein paar Jahre hintereinander mit meinem Bruder auf Metalhammer Paradise die Aftershow-Party gemacht. Das ist ein Festival von Metalhammer hoch im Norden in so einer Bungalow-Anlage. Und da haben wir die Aftershow-Party gemacht und er... die Entombed hatte irgendwie schwierige Anreise, kam zu spät, haben irgendwie den Gig verpasst, ich weiß nicht mehr genau, da war irgendwie was Verrücktes los und es war irgendwie Kuddelmuddel und wir hatten dann abends die Aftershow-Party, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mir Entombed da auf jeden Fall nicht angeguckt, das weiß ich noch, oder Entombed ID und
dann ging es halt so, dass wir die Aftershow-Party hatten und der ist da halt einfach rumgecruised, ne? Das ist bei dem Festival auch so ein bisschen so, man geht da eher auf Tuchfühlung, die wohnen dann halt potenziell neben einem in so einem Bungalow, ist ganz witzig, die Bands, und der war auf der Party da und war einfach, hat einfach mitgemischt und war ganz schön stralle. Und da waren dann auch Leute, so, ja, das ist hier, das ist Petrov und das war witzig. Und für mich war das, ich meine, ich habe damals nicht mit ihm gesprochen, alles, ich, wie gesagt, ich war da kein großer Entombed-Fan. Muss ich auch ehrlich sagen, bin ich bis heute nie, dazu sage ich gleich noch was, aber ich fand witzig, dass er einfach war ein Mann des Volkes, ne? Also er war das Volk, so. Er war einfach auch Teil der Szene und das sieht man, wie ich finde, an den vielen, vielen Kundgebungen und Erinnerungen, die jetzt geteilt werden, dass er einfach auch ein Buddy-Typ war, ne? Und dabei halt auch ein ganz patenter Sänger, auch eine abgefahrene Erscheinung irgendwie, finde ich, muss man auch ganz klar sagen. Und da halt gerade auch mit dann Alben und mit seiner Bandpräsenz und dass er über Entombed hinaus dann auch ganz schöne Zeichen gesetzt hat, weil der halt auch eine ganz schöne Röhre hatte. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist halt nicht nur ein cooler Typ gewesen, sondern der hat auch seinen Job ganz ordentlich gemacht. Und das ja als mehr als nur bei Entombed, ne? Ich meine, bei Nihilist war der noch und ein paar anderen Geschichten und dann Entombed AD natürlich. Und das finde ich, ja, und dann halt so ein wichtiges, wie ich finde, auch für den Death Metal wichtiges Album geprägt, das muss man ja doch sagen. Und da so eine ganz wichtige Zeit auch mitgeprägt hat. Also die frühen Formen des Death Metals, ne? Und das finde ich dann doch beachtlich, wie dann die ganze Szene Anteil nimmt an einem tragischen Tod eines Integrierten. Ne, das ist nicht nur, dass da ein Held gestorben ist, sondern das ist wirklich, dass das ist einer von uns gewesen. Und das ist die Anteilnahme, die ich daran so, so empfunden habe. Und deswegen wollte ich das jetzt einfach hier nochmal honorieren. Also bei mir läuft Entombed aktuell ein bisschen rauf und runter. Der Witz ist, dass ich Entombed auch schon live gesehen hatte, aber nie so wirklich als, ne, das war nie so, jo, das war nie damals so meins, als ich die gesehen hatte. Erst im Nachhinein weiß man viele Dinge zu schätzen, das muss man ganz klar sagen. Und Entombed scheint bei mir so der Fall zu sein. Also ich habe die dann ausgebuddelt, die CDs, und gehört und dachte, fuck, ey, du hättest damals einfach mal besser hinhören können. Und jetzt hat man die Chance halt nicht, jedenfalls nicht in der Form zumindest. Ich finde es abgefahren. Ich finde es abgefahren, wie die Qualität der Anteilnahme aussieht. Also das ist das. In einer Tour Bilder, wo er mitten in der Gruppe zwischen völlig verrückten Hunden und so zwischen ist und und einfach ein Teil der Szene war. Er hat nicht die Szene von oben geprägt oder irgendwas wie manche Musiker und nein, er war irgendwie komplett Teil der Szene. Er war mitten drin und das finde ich halt, es ist immer noch eine besondere Qualität. Das machen nicht viele Musiker, gerade die in der Frühform dabei waren und die sondern sich ja doch manchmal ganz gern ab und begeben sich doch nicht zum Pöbel, aber er war nicht so, ne? Und so habe ich ihn halt auch dann erleben dürfen, wenn auch nur so ein bisschen aus der Distanz. Das finde ich ist einfach ein bisschen, ja, es ist tragisch, ne? Krebs ist ein Wichser, aber ein ganz großer ist von uns gegangen und ich wollte dieses Video nochmal nutzen, das natürlich auch anständig zu würdigen, weil ich finde, er ist halt gerade mit so einem Album halt auch wichtig gewesen. Und das merkt man auch daran, wer sich alles dazu gemeldet hat, weil es waren dann doch auch Bands, die später entstanden sind, die inzwischen auch deutlich größer sind. Dann merkst du halt doch, wie sehr der Anteil an vieler Bandentwicklung hatte, wie der Anteil, ja, wie der Leute in der Frühphase geprägt hat, ne? Und das finde ich ist grandios, also darum geht es ja hier nicht, ne? So. Und deswegen rest in peace, LG Petrov. Es ist doch irgendwie ein authentischer Typ, ist von uns gegangen. Ich hoffe, die nächsten Zeit bleibt es ruhig mit solchen Geschichten, aber man kann ja nie sicher sein. Es ist aktuell ja schon seit Jahren irgendwie ein Massensterben da irgendwie. Das ist nicht cool. Und dann gehen halt auch die Leute, die nicht nur die Legenden sind, sondern, also nicht die Oberlegenden, ne, wie Lemmy, sondern dann geht es jetzt schon an die Generation danach, beziehungsweise sogar an die Generation danach. Das finde ich ist dann besonders tragisch. Also der hätte bestimmt noch ein paar fette Alben rausbringen können. So ist es leider nicht. Ja, teilt mal eure Erinnerungen mit LG Petrov. Es ist doch so, dass viele doch auf Tuchfühlung mit ihm gegangen sind. Und lasst mich wissen, wie ihr ihn so empfunden habt. Ich finde,
Ja, es ist einer der stilleren Gestalten, was das große Auftreten angeht, aber dann doch halt eins, was immer dabei war, ne? Eine Gestalt, ein Zeichen irgendwie. Und ja, lasst mal eure Storys da und wie ihr Entombed natürlich empfunden habt, die waren ja doch relativ früh auch maßgeblich dabei. Und ja, lasst mal wissen, was ihr zu LG Petrov noch so habt. Ja, auf jeden Fall Rest in Peace. Es ist wirklich tragisch und man merkt das auch, wie groß das Feedback ist. Kann man nicht, leider nicht anders sagen. Tragisch, tragisch. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und vielen Dank an LG Petrov für grandiosen Gesang auf solchen Alben. Bis dahin. Ciao, ciao.